Danke vielmals. Guten Abend. Ja, ein paar von euch kennen mich vermutlich wegen meiner Parodien. Es ist ja so, Leute parodieren, das ist etwas, macht mir extrem Spass. Mein Problem ist ja mich einfach am Abend nach der Vorstellung, wenn ich im Bett liege und eigentlich will schlafen. Das hört ja nicht einfach auf. Ja, guten Abend, lieber Michael. Herzlich willkommen in deinem Bett, wo mir nicht nur aus Langeweile drin liegt. Ach, Kurt, bitte. Nein, ich will schlafen. Ja, weisst du nur genau. Ich würde darum extrem gerne wieder mal ein Gespräch führen mit dem Roger. Nun, das ist eine gute Frage, oder? Also, ich kann mir so ein Gespräch sehr gut vorstellen. Also, kommen die Jungs. Also, das haben wir schon mal gebraucht. Ja, never change a winning team, gell? Ich würde Roger darum gerne fragen, sag mal, wie geht's dir denn so aus Nummer 5? Bei der Mirka. Ja, man, ist eine gute Frage, oder? Also, ist ganz klar, oder? Also, von dem her ist sicher so. Also, würde ich schon sagen, also... Also, was war die Frage? Sorry, könnt ihr zwei Schwätztanten jetzt bitte überrutschen? Ich gehe fast aus dem Nest raus. Also, Entschuldigung, ich kann nicht weiter überrutschen. Da liegt schon einer. Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Hier liegt der Sven Epiney. Ach Gott, nein. Doch, wir haben hier versammelt die grössten Voices of Switzerland. Ah, das ist aber schön, Sven, dass du auch hier bist. Weißt du was? Sven, ich könnte eigentlich auch mal mit dir ein Gespräch führen. Hallo, also Moment. Also, wenn da jemand Interviews führt, dann immer noch in der Sendung Schawinski. Leute, es gibt überhaupt keine Interviews, ich will schlafen. Geschätzte Diskussionsteilnehmer, als Generaldirektor der SRG möchte ich Sie darauf hinweisen, dass immer noch ich der bin, der entscheidet, wer mit wem ein Interview führt. Grüezi miteinander. Kommt mir gerade ein neues Lied in den Sinn. Wenn es kalt ist, musst du ein Jäckli haben, ein Jäckli haben, ein Jäckli haben. Entschuldigung, also, ich glaube nicht, dass der Piet Schwebe der richtige Interviewpartner ist. Also, ich würde viel lieber ein Gespräch führen mit dem Herrn Leuenberger. Also, hallo, Moment. Also, der Moritz liegt doch schon längstens unter der Matratze. Nein, also, ich bin immer noch da. Wenn es kalt ist, muss ich ein Jäckli haben, ein Jäckli haben, ein Jäckli, ein Skurjäckli haben. Also, Herr Weber, Sie strapazieren mein musikalisches Empfinden aufs Äußerste. Also, dann hätte ich also lieber noch mal ein Gespräch vom Ashby mit dem Roger. Ja, das ist aber eine wunderbare Idee. Ja, wenn der Michael nichts dagegen hat. Michael? Hallo? Ja, ich würde sagen, die Situation ist eindeutig. Der Michael ist eingeschlafen. Ich glaube, er hat auf seinem iPod noch ein bisschen Johann Schneider am Mann gelassen. Gute Nacht.